Zum Spitzenduell im EWHL Supercup trafen sich in Grafing die Gastgeberinnen vom ESC Planegg Würmtal und die Gäste vom österreichischen Meister Vienna Sepress. Planegg spielte am Vortag noch in Zürich und kam erst morgens um 1 Uhr zu Hause wieder an, was man am Anfang auch merkte, da hatten die Gäste aus Wien bereits die besseren Chancen. Planegg wirkte noch etwas verschlafen. Dennoch gingen die Gastgeberinnen durch Tina Evers mit 1:0 in Führung. Ihr Weitschuss traf. Doch noch im ersten Drittel drehten die Gäste aus Wien das Spiel. Zuerst schloss Anna Meixner einen Alleingang zum 1:1 ab. Elf Sekunden danach das 2:1 durch Monika Fletschek. Im Mittelabschnitt erzielten erneut Anna Meixner und Nadine Ulrich mit einem Penalty die zwischenzeitliche 4:1-Führung der Piapen hier im Schlussabschnitt bereits das 5:1 folgen ließ. Die Gastgeberinnen konnten am Ende des Spiels durch Kerstin Spielberger, die den Treffer auch vorbereitete, noch auf 2:5 verkürzen. Doch die Vienna Sepress feierten damit ein sehr erfolgreiches Wochenende. Nach dem Sieg am Vortag in Memmingen konnten sie auch den deutschen Meister Planegg schlagen und setzten sich in der Tabelle des Wettbewerbs an die Spitze. Nachfolgend die Einschätzung der beiden Trainer zu den Wochenendspielen. Okay, so I was thinking before the weekend that both teams they're good, and we had only 11 skaters plus two goalkeepers, so I wasn't sure how it would be. But especially I knew we can play one or two periods well, but I wasn't sure about the third. But it looked like in both games we were quite good in also in third period, so that was a good thing. So if we have to, we can play with two lines. It looks like it's no problem. But yeah, on Saturday it was more like we were playing on Memmingen's offensive zone, and it felt like it was really hard to score, but we found the goals we needed, so that was good. Today it was more like from coast to coast, but I think we played pretty solid three periods and kept Planegg away from really dangerous scoring chances, and today, like, all the goals we scored, they in the right time, very important goals and nice goals. So yeah, I don't have much to complain about this weekend. It was good weekend for us. An diesem Wochenende haben wir zwei Spiele gehabt, gestern in Zürich, heute zu Hause. Wir haben zwei schwere Gegner erlebt, die sind Läufer sehr stark. Das ist für unsere Vorbereitung sehr wichtig, weil wir vielleicht nicht ganz so läuferstark sind wie manch anderen. Und wir wollten auch noch alle Spieler testen, die bei uns im Kader stehen. Das haben wir auch gemacht im Laufe der letzten vier Spiele. Gestern haben wir, ein sehr interessantes Erfolgserlebnis gehabt. Wir waren 4:0 hinten nach zwei Drittel. Es schien hoffnungslos, aber wenn man Eishockey spielen kennt, dann weiß man, das Spiel dauert 60 Minuten.
Und das Quäntchen Glück war dann doch auf unserer Seite. Und im letzten Drittel haben wir mit 5 Toren das Spiel gedreht und haben einen Unentschieden gerettet. Und in der Penaltyschießen haben wir die 2 Punkte geholt, die zunächst mal in weiter Ferne waren. Also wir waren mit dem sehr, sehr zufrieden. Heute haben wir auch wieder einen sehr guten Gegner erlebt. Die waren läuferisch auch sehr stark wie Zürich gestern. Die waren sehr gut an der Scheibe heute und durch ihr individuelles Können haben die uns die Tore reingehauen. Es war nichts mit dem erwarteten Erfolg oder den erhofften Erfolg, aber die Erkenntnisse sind da. Alle Mädels, die im Kader sind, haben sich testen lassen, haben beweisen können, wie weit die stehen und inwieweit die uns in der kommenden Saison helfen werden. Wir sind jetzt nach dem EWHL Supercup-Spiel hier mit der Kapitänin der Vienna Zebras. Okay. Esther Kantor, Esther, ein paar Worte zum Spiel. Ich finde, wir haben sehr gut gespielt. Wir haben gleich von Anfang an Druck gemacht. Wir sind nur mit 2 Linien da. Deshalb haben wir Angst gehabt nach gestern, das Spiel gegen Menemingen, dass uns das ein bisschen schwerfällt. Aber wir haben das gut durchzogen, wir haben nicht nachlassen und wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Du hast heute zumindest, wahrscheinlich gestern auch, Verteidigung gespielt. Ist das jetzt nur dem Auswärtspersonal, was meistens etwas geringer ausfällt bei euch, geschuldet? Oder wird das jetzt bei dir eine Überlegung für die gesamte Saison? Na, das ist jetzt nur mal vorübergehend, weil eben unsere 4. Verteidigerin, die ist normal, also eine ist krank und eine hat dieses Wochenende schulische Dinge zu tun gehabt. Und ja, normalerweise bin ich schon vorne. Ich glaube nicht, dass wir das ändern. Für euch ist das ja noch Vorbereitung. Bei Planegg hat jetzt in Deutschland die Bundesliga-Saison angefangen, wobei Planegg erst nächste Woche eingreift. Aber für euch, wie gesagt, Vorbereitung. Das heißt, da kann man noch fragen, was sind die Ziele vom Supercup jetzt hier, beziehungsweise insgesamt die Ziele der Saison. Ist der Supercup jetzt für euch auch schon ein Ziel oder dient er nur zur Vorbereitung? Und wie sieht es dann aus in Richtung den möglicherweise richtigen Zielen? Na, es ist nicht nur Vorbereitung, es ist für uns sehr wichtig, weil der Supercup eben, weil wir in der EWHL, wir haben schon gute Spiele auch, aber die meisten sind halt, sind wir halt überlegen den anderen Mannschaften und somit ist der Supercup für uns sehr gut, weil die Mannschaften sehr gut sind, sie sind alle auf Augenhöhe und wir, unser Ziel ist schon, dass wir das gewinnen. Wir haben noch schwierige Spiele, zum Beispiel gegen Zürich, aber ja, wir sind guter Dinge und wir hoffen, dass wir das gut meistern. Ja. Gut, dann viel Erfolg für die Saison. Dankeschön. Vor allen Dingen jetzt erstmal eine gute Heimfahrt zurück in die Heimat. Danke. Danke. Wir sind jetzt hier mit Viona Harrer, der bis zur Ende letzten Saison besten oder einer der besten deutschen Torfrauen, auch einer der besten Torfrauen der Welt im Frauen-Eishockey, die aber jetzt mit dieser Saison im Feld spielt. Du spielst jetzt Verteidigerin. Erste Frage natürlich, was war eigentlich der Grund des Wechsels? Ganz kurz vielleicht. Ach so, ja, der Grund war, dass ich sowieso beschlossen habe, dass ich also im Tor aufhöre und ich jetzt nicht ganz beim Sport aufhören wollte und mich eigentlich Feldspieler schon immer gereizt hat und ja, das macht mir wieder wirklich richtig Spaß und kann man wieder mehr lernen und schnell lernen und viel lernen und das ist einfach eine neue Motivation. Du sagst schon gerade viel lernen, neu lernen. Hast du in der ganzen Zeit, wo du im Tor gestanden hast, ja die Fehler von deinen Vorderleuten immer ausbügeln musst, also auch gesehen hast, irgendwie dir gedacht, wenn ich mal ins Feld gehe, ich mache das und das anders und hast da quasi schon ein bisschen lernen können, was du jetzt benutzen kannst oder ist es wirklich ein komplett neues Lernen? Ja, ein paar Sachen sieht man natürlich von hinten immer gut, aber denken und machen sind natürlich zwei verschiedene Sachen. Also man kann sich schon immer viel denken, aber man merkt dann natürlich als Feldspieler dann selber auch, ja, jetzt mache ich genau das Gleiche, wo ich mich als Torwart immer drüber aufgeregt habe, passiert mir jetzt als Feldspieler genauso. Also ja, theoretisch ist immer was anderes wie praktisch. Da du ja Verteidiger bist, bist du sehr nah am eigenen Tor. Hast du schon gemerkt, dass du in manchen Situationen so die Torwartreflexe wieder auspacken willst oder bist du über diese Phase schon drüber? Ja, einmal ist schon passiert gegen Memmingen. Einmal schnell einen Schuss runtergefangen. Also es ist wirklich so, wenn dann die hohen Schüsse nicht allzu scharf kommen, dann langt man schon noch gerne hin, ja. Hast du denn auch, du hast ja so ein Vorbild bei dir in der Mannschaft mit der Julia Zorn, die vom Torwart ins Feld gewechselt ist und dann sogar Richtung Nationalmannschaft gegangen ist. Hast du da jetzt noch Ambitionen, da vielleicht jetzt als Feldspielerin nochmal in die Nationalmannschaft zurückzukehren oder ist das jetzt für dich wirklich so einfach noch, einfach die Freude noch am Sport zu haben und jetzt nicht mehr so den Druck auch wegen Nationalmannschaft und dem ganzen damit verbundenen Training, Lehrgängen und so weiter? Oder wenn jetzt der Bundestrainer fragen würde, würdest du da wirklich sagen, okay?
Nein, es ist bei mir vorrangig schon so, dass ich noch aus Spaß am Sport spiele. Ich habe jetzt auch mich entschieden, eben auch unter anderem aus dem Voraus zu gehen, weil ich eben beruflichen Schwerpunkt setzen will. Und mein Julie war damals 18, wo sie gewechselt hat. Ich bin fast 10 Jahre älter, 28, und glaube auch ehrlich gesagt nicht wirklich, dass ich jetzt gut genug bin für Nationalmannschaft. Klar, wenn jetzt der Bundestrainer sagt, ja, Fiona, komm mal zum Lehrgang, dann würde ich wahrscheinlich nicht Nein sagen. Aber es ist jetzt nicht meine Priorität, mich dann nochmal in die Nationalmannschaft zu kämpfen. Dann wünschen wir viel Spaß in der neuen Rolle und viel Erfolg natürlich auch. Und dann mal schauen, ob wir uns diese Saison noch öfters mal sehen und wie sich das dann entwickelt. Vielleicht ja sogar im Nationaltrikot. Danke. Danke, ciao.